Das folgende Porträt der Komponistin Lisa Streich wird Ihnen präsentiert von ATV Plus, der Produktions- und Streamingabteilung von ATV.ch. Tja, und bleiben Sie informiert. Abonnieren Sie unsere kostenlosen monatlichen Kulturmagazine Click Cinema, Click Art und Click Stage. Viel Vergnügen! Himmel ist ein Stück, das ich schon in Gedanken hatte 2016/17, als ich in Rom lebte. Und da habe ich mich oft im Himmel verloren. Und der Himmel über Rom ist immer wie ein Gemälde, also ein Caravaggio oder ein Botticelli. Und es ist immer eine surreale Ebene im normalen Leben, quasi wie ein Kunstwerk, was einen immer anschaut. Und das wollte ich gerne in Musik fassen und auch wirklich nur mit Pinselstrich arbeiten. Nur mit Tönen, die dann zusammen Farben ergeben. Es geht ganz viel um spektrale Akkorde, die verschieden farbig gestaltet sind und die immer wieder wegbrechen. Der Aspekt ist reingekommen jetzt in diesem Jahr, wo das Kontinuum quasi des Lebens ständig wieder ausgehakt wird und was Neues wegbricht. Und dann in dem Moment wird quasi diese andere Welt, und ich nenne es jetzt den Himmel, der wird so viel wichtiger. Und da gibt es so ein schönes Zitat von Søren Kierkegaard. Und da bin ich drüber gestolpert im Nachhinein, als ich das Stück fertig geschrieben hatte und dachte, das bringt es wirklich auf den Punkt. Hinter der Welt, in der wir leben, fern im Hintergrund, liegt eine zweite. Eine Welt, die aus leichterem Stoff gebaut ist und von anderer Bonität ist als die wirkliche. Und diese zweite Welt, die ist quasi das Kontinuum geworden, habe ich das Gefühl, im letzten Jahr. Und sie ist so viel wichtiger geworden. Und darum geht es in dem Stück auch, wie ständig wieder was Neues wegbricht und das Kontinuum ein neues wird. When I received the score of Himmel from Lisa Streich, I realized this is for me the first time that I'm receiving a musical score that is a product of this era that we are living in. Lisa herself told me this is a Corona Stück when she introduced it to me. And it is true that there is something in the nature of this music, of the striving to be together. The fact that everyone starts playing una voce at the beginning, but then people subtract, and in the middle you have this piano and harp playing quarter tone differences, but a very similar material. So with the same, we are close and we are distant, and it feels very special because we are rehearsing, we are performing in this context to have a music that is reflective of it. Well, when I think of Lisa Streich's work, I think of a real work on the color of an ensemble or orchestra according to her different pieces. Here, of course, an ensemble.
a work on this texture and it, that opens up like windows, in this case to different sky colors. And I feel it's always also very cinematic music where we go from one spot to another, sometimes in very unexpected ways. And so she creates a dramaturgy of her music that is not romantic, but is very involving. It brings us by, holds us by hand and shows us all of these different atmospheres, sometimes unexpected, sometimes more expected. Die Extreme interessieren mich immer. Also wo, wann geht etwas kaputt, quasi? Etwas Gewohntes kaputt und wann kann man dadurch etwas Neues kreieren? Oder endet es in der Sackgasse zum Beispiel? Das sind Sachen, die mich interessieren und da spielt auch viel die Geschichte mit rein, diese Musikgeschichte. Und das ist ein konstantes Spiel, was mich interessiert und am Leben hält.